Ich wage zu behaupten, dass ein Duvetbezieher die Hassaufgabe Nummer 1 ist in ganz vielen Schweizer Haushalten. Der Bezug über das Duvet, egal was für Füllmaterial das drin ist, das ist langweilig, das ist zeitintensiv, das nervt einfach. Darum schauen wir mal auf YouTube, was für Alternativen da oben sind, Tipps und Tricks zum Bettbezug beziehen. Herzlich willkommen zu Frag den Jäger. Heute geht es darum, ein Bett zu beziehen. Was Neues, ein paar Tricks und was das alles damit zu tun hat, dass ich als kleines Kind mal Zauberer werden wollte. Okay. So, erstmal drehe ich meine Bettwäsche einfach wieder auf links. Ich habe jetzt da hinten meinen Reißverschluss. Das heißt, alles was unten ist, das heißt Zettel und so weiter, kommt nach unten. Das nach oben. Dann gehe ich hin und fange an, das einzurollen. Ganz langsam und ganz klein. Eine Wurst machen. Das habe ich so noch nie gesehen. Das andere muss ja jetzt da rein. Das heißt, ich nehme meinen Bezug und drehe den einfach hier rum. Einmal an der Seite rum. Jetzt kommt der Zaubertrick. So, dann packe ich das hier an. Ne? So. Ja, rappel da ein bisschen dran. So, ich muss ja meine Decke mit in die Hand nehmen. Und abracadabra! Tada! Beim Herrn Jäger funktioniert es ganz offensichtlich. Ob ich das als normaler, ganz ohne Zaubertrickerfahrung einschaffe, das probieren wir nachher aus. Zuerst jetzt aber ab in Bettduvet-Test. Wir von der Testex haben für einen Kassensturz die 10 meistverkauften Ganzjahresduvets in der Schweiz testen dürfen. Bevor wir mit den Messungen oder den Tests begonnen haben, haben wir alle Duvets gewaschen. Beim Waschen haben wir uns orientiert an den Pflegehinweisen des Herstellers, das heißt Waschtemperatur, ob schonend oder normal. Nach dem Trocknen sind die Duvets weiteren Tests unterzogen worden. Zum einen haben wir die Maßänderung, das heißt den Waschstrumpf bestimmt. Wir haben die gesamte Optik angeschaut. Wir haben geschaut, ob die Einfassung in Ordnung ist, ob die Absteppungen in Ordnung sind und was mit der Füllung passiert ist. Ob die Füllung noch so vorhanden ist, wie sie vor dem Waschen war, oder ob es da Verklumpungen gab. Gesamturteil ungenügend erhält die Bettdecke Dodo von Conforama, gefüllt zu 100% mit Polyester. Schlecht bei der Feuchtigkeitsaufnahme, genügend bei der Wärmeregulierung. Note 3,9. Die Wärmeisolation und Atmungsaktivität, die haben wir auf unserem Hautmodell gemessen. Das Gerät muss man sich so vorstellen, dass eine Metallplatte, die die menschliche Haut darstellt, in der Klimakammer liegt. So können wir feststellen, wie gut es uns denn wärmen kann. Eine genügende Bewertung erhalten die Bettdecke Premium Synthetic von Manor aus 100% Polyester. Nach 2 Waschgängen war die Duvet-Oberfläche faltig, der Inhalt leicht verklumpt. Note 4,2. Ebenfalls genügend das Duvet Boston Uno von Globus und das Bambus Duvet Medium von Megasa. Die Decke ist aus Baumwolle Hanf. Das ist ein Material, ein zellulosisches Material, was ein sehr gutes Feuchteaufnahmevermögen hat. Im Gegensatz zu der Decke aus 100% Polyester, wo das Feuchteaufnahmevermögen fast bei Null liegt. Unter der Decke werden Sie sehr viel weniger schwitzen, als es unter der Decke der Fall sein wird. Gesamturteil gut erhält das Duvet Luna Terra Vegan von Pfister. Es besteht aus Bio-Baumwolle und Hanf. Nach 2 Waschgängen war die Oberfläche der Decke etwas faltig. Note 4,8. Ebenfalls gut das Bambus Duvet Uno von Globus Billerbeck und das IKEA Duvet Stjern Brecker. Die günstigste Decke im Test.
nicht nur zu wenig schlafen sei schädlich, sondern auch zu viel schlafen könne Schaden mit sich bringen, sagt das US-Institut Sleep Foundation. Aufgrund von Studien, die sie gemacht haben, haben sie darum so eine Tabelle herausgegeben, die die ideale Schlafzeit beschreibt. Und dort heisst es, für eine erwachsene Person zwischen 18 und 64 seien so 7 bis 9 Stunden optimal. Was das Duvet an und für sich für einen guten und gesunden Schlaf beiträgt, das wollen wir von Jens Ack wissen. Er ist Chefmediziner an der Schlafklinik in Bad Zurzach. Wir messen im Schlaflabor bei jedem Patienten, der hier ist, die Einschlaflatenz, das ist die Zeit zum Einschlafen vom Licht aus. In den Traumphasen haben wir keine Kontrolle über unsere Körpertemperatur. Wir verlieren da sehr viel Wärme. Und das Duvet unterstützt uns dabei, dass wir in dem optimalen Temperaturbereich über die Nacht bleiben können. Die angenehme Temperatur ist unterschiedlich bei Menschen. Die liegt irgendwo zwischen 6 und 28 Grad. Das ist so die Wohlfühltemperatur in der Umgebung, die wir haben. Und die erzeugen wir eben mit dem Duvet. Die Wahrheit ist, dass Männer und Frauen unterschiedliche Temperaturbedürfnisse haben. Das ist bei den meisten Frauen, haben es gerne etwas wärmer als ihre Bettpartner. Das heißt, dass wir mit einer Bettdecke in einer Bettumgebung oft nicht so optimal zurechtkommen, dass alle Bedürfnisse nur durchschnittlich getroffen werden. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und da gibt es eben diese Unterschiede. Das heißt, wahrscheinlich spricht das auch für zwei verschiedene Bettdecken. Prädikat gut erhält die Bettdecke von FAN mit Eukalyptus-Holzfaserfüllung, Note 4,9. Ebenfalls Note 4,9, das Inhouse-Duvet mit Bambusfüllung gekauft bei Goop City. Testsieger, das Fibralux-Duvet ganzjährig Medium gekauft bei Migasa. Es überzeugt unter anderem bei der Wärmeregulierung, Note 5,2. Der Bedazug. Zaubertrick im Selbsttest. Das ist die glaube ich, ein bisschen breiter, ob das funktioniert mit dem. Die Wurst hatten wir. Jetzt kommt der schwierige Teil. Am Schlitten zutun. Decke ergreifen, möglichst breit. Und jetzt kommt der Moment. Funktioniert der? Ein bei Et voilà. Ein Duvet war ungenügend, und zwar das hier von Conforama. Es hat nicht richtig funktioniert in unserem Test, weil man schnell schwitzt und mit der Feuchtigkeitsaufnahme eben nicht so recht klappt. Conforama hat dazu geschrieben, dass sie mit ihrem Lieferant besprechen werden, wie die Schwachpunkte verbessert werden können.